Servus, meine lieben Bürger des Imperiums und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir spielen heute mal mit dem Imperium gegen die Skaven. Zwei meiner Lieblingsfraktionen am Start. Und wir haben hier eine Frontlinie dabei, bestehend aus einem Kriegspriester mit keinen Fähigkeiten, nur dieses Feuerbanner hier, das unseren Jungs Feuerschaden gibt. Dann haben wir hier noch den Dude dabei, der ja mit seinem flammenden Kopf da relativ gut gegen die der ist zu Fuß. Schlecht. Naja, okay, passt schon, nicht so schlimm. Eigentlich wollte ich ihn beritten haben, aber egal. Machen wir es dann eben anders. Wir machen es so. Der hat den flammenden Kopf dabei und den Feuerball. Den Feuerball gegen die Monster, gegen die schreiende Glocke und so weiter. Und die Frontlinie besteht aus Gold-Level-Schwertkämpfern sowie den Bierhandkämpfern. Und ansonsten haben wir ganz, ganz viel Kavallerie dabei. Also was heißt ganz, ganz viel? Wir haben halt ein Kavallerie-Bild dabei. Mit zwei Rittern des Feuer-Sonnenordens und den Fürstlich-Altdorfschen Griffiniten. Heilige Scheiße, das ist ein ganzes Maul voll. Ja, die sind einfach dafür da, dass ich eine Einheit mit Terror habe. Weil ich habe eigentlich immer gerne eine Einheit mit Terror dabei. Im Grunde genommen, weil das ist einfach eigentlich immer gut. Sollte man immer, wenn es geht, eine mitnehmen. Finde ich, meine Meinung. Auf jeden Fall. Und mal gucken, wie es so läuft. Bin mal gespannt, was unser Gegner so hat. Wir stürmen ihn auf jeden Fall mal. Und gehen schon mal hier rum. Da werden wir ihn jetzt wahrscheinlich leider nicht kriegen. Das sind nämlich Schattenläufer mit... Ah, mit Schleudern. Okay. Interessant. Schauen wir mal, ob wir die irgendwie kriegen können. Er hat... Oh, drei Warblitzkanonen. Zwei Warblitzkanonen. Hier drüben nochmal einen grauen Propheten mit Ruin. Ich nehme mal an, dass er den vergessen hat. Aber wir haben hier Clanratten mit Schilden. Ja, wisst ihr was? Wir machen hier einfach mal einen Angriffsbefehl. Und wir sagen, dass die hier angreifen, die hier, ihr sollt bitte flankieren. Wie auch ihr. Ihr bleibt einfach stehen. Ihr schießt auf die Jungs. Und jetzt haben wir natürlich hier vergessen zu verfolgen. Aber egal, ich will die gar nicht großartig verfolgen, wenn ich ehrlich bin. Alles schon, alles cool, alles okay. Die Jungs hier kommen jetzt natürlich. Aber ich hoffe mal, dass ich ihn jetzt hier mit einem einzelnen Zauber richtig schön platt machen kann. Gucken wir mal. Unser General, wir brauchen unseren General jetzt mal hier unten. Hier bleiben noch hier. Ja, hier wollen wir eigentlich nicht kämpfen, aber hier können wir jetzt schön reinkommen. Hier können wir jetzt wahrscheinlich auf einen Schlag seine ganzen Truppen vernichten. Oh, der hat ganz gut unsere Truppen auch erwischt. Der Feuerball sehe ich gerade, aber egal. Seine Truppen fliehen jetzt auf jeden Fall. Wir brechen einfach durch. Wir kommen jetzt hier volle Kanne drauf. Die Demigreifen kommen auch mit rein. Und unser General, der chillt hier hinten. Da kriegen wir jetzt wahrscheinlich einen Warblitz ab. Leider, das tut natürlich immer weh. Aber ja, was soll's. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt die Jungs hier recht schnell platt machen können. Und ansonsten können unsere Nahkampftruppen hier weiter vordrücken. So. Demigreifen. Euch brauche ich hier bei den Ogern. Da seid ihr gut aufgehoben. Die hier müssen jetzt weiter. Und wir können hier mal... müssen jetzt eigentlich aufpassen, dass wir jetzt nicht gefangen werden. So. Unser General, der bleibt mal hier. Der hat ja noch diesen einen Zauber dabei, dass er die Nahkampfkapazitäten unseres Gegners senkt. So. Hier einmal kurz Demigreifen raus, hier die Flammenritter rein. So, und jetzt habe ich halt das Problem, dass er hier noch seine Fernkämpfer hat. Die werde ich jetzt mal beschießen. Hier bitte wieder raus. Hier weiter. Okay, wo liegt jetzt gerade die größte Gefahr? Hier liegt die größte Gefahr, eindeutig. Okay, das heißt, ich versuche mal die hier jetzt irgendwie doch mal dran zu kriegen. Letzten Endes sollte das eigentlich kein Problem sein. Unsere Papierhändler, die können mal hier gegen die
gegen die hier kämpfen, gegen diese verdammten Hellebarden. Und jetzt würde ich mir halt doch mal irgendwie so eine Art Netz wünschen. Leider ist es schwierig, das jetzt hier zu kriegen, weil wir können die Jungs hier halt leider nicht fangen. Aber vielleicht können wir es ja mit unserer überlegenen Kavallerie hoffentlich trotzdem noch einfangen irgendwie. So, schnapp euch den General. Und jetzt könnten wir vielleicht sogar was reißen, eventuell mal gucken. Weil unsere Kavallerie jetzt hier im Grunde genommen ohne Gift gegen die kämpfen kann. So, unser General kommt mit zu dem, weil da ist nichts. Meint unser General weitet natürlich und ist damit schneller als sein General. Unsere Beehänder, die kämpfen gegen die gepanzerten Sturmratten, während unsere Goldlevel-Veteranen-Schwertkämpfer gegen die anderen kämpfen da unten. Unser Marker ist wieder zurückgekehrt, das ist sehr schön. Und die haben wir jetzt tatsächlich bekommen. Das ist ja mal eine schöne Abwechslung, dass das mal funktioniert hat, dass wir mal hier an die rangekommen sind. Okay. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Wir holen hier noch unsere Demigreifen, die sollen einfach nur die Ogre hier ein bisschen aufhalten. Hier, den Kampf, den müssten wir eigentlich gewinnen. Warum gehen die jetzt da weg? Das verstehe ich gerade nicht. Okay, ihr feuert hier weiter. Hier oben sieht's, denke ich, okay aus. Oh nein, unser Magier. Verdammt, jetzt haben wir ihn doch endgültig verloren. Aber egal, macht nichts. Okay, Übersicht verschaffen. Die hier schnappen sich die. Hier hinten kommen wir wieder rein. Unser Magier ist leider jetzt weg. Jetzt geht diese ganze schöne Synergie hier wegen verloren. Und jetzt können wir unseren Generalen hier endgültig schnappen. Und das war's. Schönes Match. Das hat wirklich mal Spaß gemacht. Ich mag es total gern, gegen die Skaven-Kavallerie zu bringen. Die haben da nicht so viele gute Antworten drauf. Doch, haben sie schon. Na klar, haben sie gute Antworten drauf. Aber trotzdem, es ist trotzdem, naja, nicht so ganz einfach für sie. Und außerdem, die hier, diese Bierhandkämpfer gegen die Skaven, sind auch eigentlich immer eine recht gute Idee. Yo, cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, wisst ihr was? Ich hab irgendwie Bock mehr. Ne, ach komm. Wir machen einfach noch ein Match. Ne, wisst ihr was? Wir schauen uns lieber nochmal das Replay an. Weil ich wollte nochmal ganz kurz den Burning Head sehen. Ja. Und was halt auch wirklich immer recht hilfreich ist, ist, wenn man eine Einheit mit Terror hat. Deswegen, immer wenn ich einen General hier ohne Greifen nehme, dann nehme ich eigentlich meistens die fürstlich altdorfischen Griffiniten. Weil ich irgendwie der Meinung bin, dass man mit Terror wirklich ganz gut Nahkämpfe für sich entscheiden kann. Ah, okay, so hat es also gedacht. Er wollte also uns mit der... Das ist eigentlich auch eine interessante Idee. Das ist eigentlich eine interessante Idee. Hm. Aber es ist natürlich schwierig zu micron, weil man der Gegner, wenn er jetzt hier mit Kavallerie kommt, dann hat er einfach ziemlich viele Ziele. Und während die hier wegrennen, die mit den Schleudern, bringen sie einem halt eben nichts. Auf jeden Fall zwei Warblitz-Kanonen gegen das Imperium. Weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Eher nicht. Aber er hat schon ganz cool gemacht. Er hat schon eine ganz coole Armee hier zusammengestellt. Die finde ich eh ganz schön. Ach so, er feuert natürlich auf meinen Feuermagier. Deswegen wurde der auch so heftig vernichtet. Aber er macht sie hier schon ganz gut. Er nutzt die Rattenoge in Kombination mit den Elebaden hier, um meine Kavallerie abzuwehren. Lässt sich allerdings ein bisschen weit rausziehen. Oh, die macht schon üblen Schaden hier. Und hier wollte ich nochmal den Burning Head sehen. Oh, der hat aber auch unsere eigenen teilweise... Oh, der hat unsere eigenen ganz schön erwischt. Aber gegen die gepanzerten Großschwerter macht es natürlich nicht so viel. Oh, das hat eigentlich, glaube ich, ziemlich viel von unseren eigenen Truppen erwischt. Aber es hat trotzdem dazu geführt, dass seine Clan-Truppen hier einen Massenrout hatten. Ich meine, die Skaven sind natürlich so cool, weil sie... Wenn sie rennen, dann rennen sie schneller als eure Truppen. Und deswegen ist es schwierig, die dann noch zu kriegen trotzdem. Also da so eine...
die Skaven niederzuwenden mit Infanterie ist fast unmöglich. Ihr seht schon, die sind einfach schneller als wir. Wobei ich mir wünschen würde, dass die Skaven fast noch ein bisschen schneller wären. Was ihre Infanterie betrifft. Und hier, da wusste ich schon, dass er mit seinen Rattenogern hier in unseren Bücken kommen wird. Deswegen habe ich sofort die fürstlich altöffeln Griffiniten hier mit hergeholt, damit die dann die Rattenogern in den Bücken chargen können. Und die sind in 0,nix weggemoscht worden, auf jeden Fall. War richtig gut. Hier sind seine Sturmratten halt ein bisschen zu spät, die sind einfach zu langsam. Deswegen habe ich gesagt, der hat sich mit denen so ein bisschen weit rausziehen lassen. Er hätte vielleicht näher bei den Kanonen hier bleiben sollen. Aber trotzdem hat er schon ganz gut reagiert. Ich finde die Idee eigentlich recht gut. Ich finde, das ist ein ziemlich interessanter Bild, den mein Gegner hatte. Ja, auf jeden Fall. Auch diese ganze Geschichte hier mit diesen Skirmishern, das ist schon interessant. Aber halt auch sehr riskant, wenn der Gegner ein Netz, also wenn ich jetzt ein Netz gehabt hätte, dann wäre es natürlich richtig übel gewesen. Und hier sehen wir schon, wie sich die Schlinge enger zieht, hier mit den altdorfischen Griffiniten. Ich habe jetzt hier wieder meine Pinsel endlich. Hier einmal in die Mitte rein, damit die hier abhauen und dann versucht eben von hier dann mit den anderen zu kommen. Das war das Manöver, das ich hier versucht habe. Er hatte hier auch den Plänkler-Modus ausgeschalten. Ich hasse den Plänkler-Modus eigentlich, aber bei Einheiten, die einen 360-Grad-Winkel, einen 360-Grad um sich rum feuern können, finde ich es eigentlich ganz praktisch. Hätte er jetzt den Plänkler-Modus hier angehabt, dann wäre es mir nicht so einfach gefallen, ihn zu fangen. Aber ihr seht schon, was die für einen üblen Schaden nehmen, wenn sie von Kavallerie angegriffen werden, diese Schattenläufer und so. Die ganzen Gossenläufer und so weiter. Sind ja keine Schattenläufer, oder? Gossenläufer? Und Schattenläufe, doch, okay. Ja, die nehmen dann schon ziemlich derben Schaden. Ach so, genau. Deswegen waren da auch nur die einen versteckt, weil nur die einen Schattenläufer sind und die anderen nicht wahrscheinlich. Ah, ich muss das nochmal nachschauen. Diese ganzen englischen und deutschen Namen verwirren mich immer ein bisschen. Aber da ist natürlich jetzt eine Menge Kohle draufgegangen. An der Stelle. Und hier, das ist natürlich das perfekte Matchup für uns, für unsere Bihan-Kämpfer gegen diese Hellebarden-Truppen. Die Hellebarden bringen ihnen natürlich nichts gegen die Bihan-Kämpfer. Und jetzt sind sie auch noch 360 Grad umzingelt und da fliegt natürlich die Einheit dann sofort, weil sie so viele Mali auf ihre Moral bekommt. Außerdem ist dieser wunderbare Priester hier noch dabei, der mit seinem Feuerschaden nur 382 kostet. Super, super gute Offiziereinheit. Ich meine, der ist zwar im Nahkampf den meisten Gegnern unterlegen, aber nichtsdestotrotz ist er eine gute Unterstützungseinheit, die auch ein bisschen Schaden tanken kann. Der hat auch selber leider nicht mal die beste Moral, aber trotzdem ist es ganz cool. Jo, interessanter Bild meines Gegners, das inspiriert mich jetzt so ein bisschen. Muss ich mal ein bisschen rumprobieren, die Ideen, die er da hatte. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und haut rein. Ciao.